gefallen. Und haben dann einfach alles weggemacht. Kann sein. Okay. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert, will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Ja, dass ihr eure Plattfüße da nicht überschlurren müsst, ne? Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Ich würde echt gerne schneller laufen können. Was mich jetzt am meisten hier an dem ganzen Spiel interessiert, ist die Gefallenen. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Nö, easy. Ich google mal kurz, ja? Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Ich guck gleich. Moment. Warte. Oh Mann, ey, das. Wieso, warum? Oder ist das einfach was für sich? Moment. Was haben wir denn hier? Ein Gillkäfer? Was ist das denn? Ist das ein Käfer, der zu viel Geld gefressen hat? Wertgegenstand kann für Gil verkauft werden. Ach so. Okay. Warte. Ich glaube, das ist eine eigene Zeitlinie. Kann das sein? Weil die Esper so als Dominus gab es, glaube ich, auch nicht wirklich. Ne? Also man konnte immer einen beschwören. Aber das war halt beschwören, sondern man war halt nicht er. So haben wir jetzt alles, ja, ne? Ja. Jetzt kann ich mit Sharon reden. Sharon! Sharon. Hallo, Sharon. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich bin Clive. Ach, Clive. Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So, kaufst du was oder nicht? Ich hab den vor 13 was? Jahren verloren. Was willst du von mir? Ist doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst. So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten. Oh. Ey, ganz ehrlich, Oma, habe ich gesagt, ich will irgendwas umsonst haben? Habe ich das gesagt? Nein, habe ich nicht. Wieso gehst du mir jetzt so auf den Sack? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Die hat nur Müll. Was soll ich mit die Scheiße? Hier, warte. Kaiserliches Soldatenschwert. Kann ich das verkaufen?
kriegt er für einen Fuffi? Weg mit die Kacke. Das bekomme ich schon an den Mann. Ja, ja. Hast das du kann auch weg. Irgendwas? Das kann auch weg. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Mittel? Nee. Wo ist denn... Hier ist der Glühkäfer. 200 ist der wert. Hast du noch irgendwas? Na, für dich nicht, Oma. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Ich wollte nichts von der Oma kaufen. Die hat doch nur Müll. Nein, nicht mir. Dein Hund ist schuld. Die weiß selber, dass sie nur Müll hat. Und jetzt will sie mir den Scheiß trotzdem andrehen. Halt dein Müll. Aritustein. Dieser virtuelle Kampfplatz. Ach nee. Muss ich? Ich will nicht. Ich will das nicht. Lass mich. Die Halle des ewigen Eifers. Nein. Nein. Lass mich. Ich kann hier nicht raus. Och, leck mich. Och, Mann. Oh, ich hasse sowas. Kampfplätze, Arenen, alles Müll. Ich will das nicht. Ich hab da doch nichts von. Die Halle des ewigen Eifers ist ein individueller Kampfplatz, der einen sicheren Ort bietet, neue Fertigkeiten zur Probe und gegen verschiedene Gegner zu üben. Drücke, um das Menü zu öffnen, verschiedene Einstellungen vornehmen kannst und die Übung ganz nach deinem Wünschen. Ja, ganz toll. Das war's. Wie komme ich hier wieder raus? Ich würde hier gerne wieder raus. Da, Übung beenden. Bitte. Ich brauche das nicht. Ich sammle Übung beim Spielen. Doch nicht in dem scheiß Kampfplatz, Mann. Was soll ich damit? Dachte, jetzt passiert irgendwas Interessantes. Auch interessant. Ich hätte Bock auf einen Döner. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Schnellreise. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Neue Orte werden freigeschaltet, indem du Hauptgeschichte fortsetzt. Weltkarte, wenn du den Bereich verlässt. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Zuvor besuchte Orte besuchen. Ja, klappt ja anscheinend nicht so gut. Aufträge und Jagdziele in der Region. Aha. Aha. Ich habe ja nicht viel Wahl im Moment. Ach, schade. Ich hatte echt auf eine Open World gehofft. Oh Mann. Ich habe mich vorher schlau lesen sollen, ne? Aber ich wollte mich nicht spoilern. Wenn ich Spiele spielen will, lese ich da nichts vorher zu. Diese widerlichen Blutfliegen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos.
Dann hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar? Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Rauchspuren. Torgal, Gruppe angeschlossen, kämpft nun. Kannst du zwischen Schnellmenü und Torgal-Kommandos wechseln? Die folgenden drei Befehle können gegeben werden. Beißen, heilen. Anfallen. Okay. Zeitiger Beistand. Mit dem Hilfsaccessoire Ring des zeitigen Beistands braucht Torgal keine Befehle mehr. Solange dieser Ring ausgerüstet ist, wird Torgal je nach Situation automatisch angreifen und heilen. Zeitiger Beistand. Habe ich eigentlich die Best? Ja, dann habe ich ja jetzt gar keine andere Wahl, als den auszurüsten, oder was? Oder sehe ich das falsch? Ring des zeitigen Beistands. Wenn wir den Feind angreifen, den Clive gerade anvisiert, solange der Ring angelegt ist. Derselbe Effekt ist im Ring des zeitigen Angriffs erhalten. Ermöglicht das Ausführen komplexer Okay. Ist im Ring des zeitigen Angriffs. Ja, dann können wir ja besser den ausrüsten. Ich mach das jetzt mal. Erwähnt, tödliche Viecher. Aber mit denen wirst du schon fertig. Sehr beruhigend. Dafür bin ich da. Dafür und für die Abkürzung. Sieht schön aus. Clive, wenn du mal ein bisschen Gas gibst. Ja, okay, hier sieht's gut aus. Das muss ich sagen. Das ist okay. Das sieht schön aus. Ich bin auch ein bisschen verwaschen, aber es ist schön. Vielleicht sind das Freunde von Torgal. Vielleicht aber auch nicht. Hier drüben! Ja! Schnapp sie dir! Hä, was war das denn? Ach so, ich brauche nur Viereck drücken und jetzt macht er alles alleine. Du weißt, was zu tun ist. Okay, ich muss gar keinen Special-Angriff machen. Ich drücke nur Viereck. Was ist das für ein Blödsinn? Ja, okay, ich möchte dann doch schon selber entscheiden, wie ich angreife. Los! Fass, Torgal! Hier drüben! Los! Wir haben noch einen weiten Weg. Ja. Mach ich lieber so. Dann muss ich dem Hund zumindest nichts befehlen. Hier geht's lang, eure Lordschaft. Ich guck doch nur. Gott, bist du jetzt auch so ein NPC, der mir auf den Sack gehen will, oder was? Ich hab doch nur noch Lüt geguckt, du Lümpte. Willkommen bei Monster Hunter, liebe Freunde.
Okay, jetzt sind wir bei Monster Hunter. Meine Güte, was macht dieses Ding denn so weit im Süden? Sich sonnen? Er sucht Beute. Keine Wölfe mehr da oben. Die nördlichen Gebiete wurden als erstes von der Fäule verschluckt. Armes Viech. Wird ihn ja füttern, aber am Ende frisst er noch den Hund. Oh, Loot. Gehen wir ihm einfach aus dem Weg. Ja, ja, wir müssen am Ende gegen ihn kämpfen. Ach, hör doch auf. Ach, ich hab vergessen zu erwähnen. Von den Sträuchern hier solltest du nichts pflücken. Und das fällt dir erst jetzt ein. Ich hab keine Ahnung, wenn mich alle angreifen, wie soll ich denn da ausweichen? Vor allem, wenn mein Begleiter so richtig nutzlos ist. Hier drüben! Das Unterholz ist erledigt. Ich gehe wieder vor. Ätherhaltige irgendwas. Also jetzt mal ohne Witz. Wie soll ich ausweichen, wenn mich 25 Gegner angreifen und dann von hinten und von vorne und von hin und von her? Hä? Ich dachte, er wollte vorgehen. Was ist mit dir, du Vogel? Nach dir. Herzlichen Dank. Da hätte er auch so durchgepasst. Ruinen. Sogar hier gibt's die. Früher soll der Himmel voll mit ihnen gewesen sein. Jetzt stecken sie alle in der Erde. Da könnte man sicher eine Lehre draus ziehen. Aber nicht jetzt. Weiter. Kopf einziehen. Mich interessieren die Gefallenen und die Ruinen am allermeisten. Ich ganz ehrlich. Na, was greife ich jetzt an, wenn du schon nicht weitergehst? Ich hab's doch gesagt. Ein Wyvern. Was du nicht sagst. Nicht zufällig ein Freund von dir, oder? Nee, Gott nicht. Zeig's ihm, Großer! Los! Schnapp sie dir! Los! Schnapp sie dir! Ja, 7000 Sonnenschein. Not so bad. Da, Großer! Los! Ich befürchte, ich werde nicht viel ausweichen, außer es sind Einzelkämpfe. Eine Drachenkralle und ein Reißzaun. Sehr gut. Kann sein, dass das Spiel nur aus Zwischensequenzen besteht? Hier muss irgendwo ein Nest sein. Halt die Augen offen. Du auch die Augen offen. Sehr gut. Halt. Schnapp's dir. Streichel ihn nur wenigstens. Scheint's nicht mehr lang zu gehen. Stahlseil. Die schöne Abkürzung. Ja.
Schrank? Ach, das ich. Oh Gott. Ja, hätte ich alleine nie entdeckt. Ja. Wenigstens einer kennt sich hier aus. Danke, Torga. Da unten ist wieder Tummelum. Besonders froh sehen die nicht aus. Diesmal bin ich aber nicht schuld. Bleib liegen! Mika! Was soll das denn? Ich mag Wölfe. Ich glaube, das interessiert die nicht. Nicht wirklich, ne? Isegrim heißt die hier sogar. Status! Ich bin ausgewichen, aber... Habe ich nicht gern getan. Nein, ich auch nicht. Boah, das Spiel nimmt rein schon hart an die Hand, ne? Kann sein, dass Heiltag immer weniger heilt. Haut, na lecker. Na, das sieht doch schwer nach dem Bosskampf aus. Oder? 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 Hab ich doch gesagt. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Naja, kommt nur noch an, wie nutzlos du bist, ne? Das sollte nicht zu lange dauern. Das ist ja eine tolle Abkürzung. Aua. Ist doch kurz. Nicht ganz so schnell. Aber wenn du mit anpackst, geht's schneller. Das wollte ich gerade. Du weißt, was zu tun ist. Du ziehst eigentlich nur auf mich aggro. Lass mich entkommen! Das ist... Los! Hier drüben! Alter, ich kann überhaupt nicht blocken. Ich bin komplett zu blöd. Du weißt, was zu tun ist. Sehr gut. Da, Großer! Das Angriffsmuster, ich kann ihn überhaupt nicht durchschauen bei denen. Hier drüben! Nicht zu nah, Torga! Da, Großer! Ich hab gleich schon keinen Trank mehr, Alter. Da, Großer! Du weißt, was zu tun ist. Der hat wohl schlecht geschlafen. Ach was. Da wird mir schon beim Zuschauen schwindelig. Was hat er vor? Hat das noch weiter? Nicht, wenn wir ihn vorher töten. Lass sie nicht entkommen! Knapp vorbei! Knapp sie dir jetzt! Hey, sag mal, manche Sachen sind gar nicht blockbar, kann das sein?
Versorger. Hier drüben. Ich muss das schnell beenden. Nee, manche Sachen sind nicht blockbar, habe ich das Gefühl. Hallo. Wäre schön, wenn die mal einen Heiltrank droppen würden oder sowas. Du weißt, was zu tun ist. War nicht schon wieder. Fast, Torgal! Los! Schnapp sie dir! Ja, haha. So. Wow. Also sorry, kompletter Scheißkampf. Tut mir leid. Vor allem, je nachdem, hat es ja gesagt, je nachdem, wie der Kampf verläuft, kriege ich so und so viel Belohnung an Erfahrung, an Dingens oder Bummens, ne? Aber es steht hier gar keine Bewertung, wie der Kampf überhaupt gelaufen ist. War der jetzt gut? War der jetzt nicht so gut? Also es gibt keine Bewertung. Wirklich? Zurück! Wow, er war mal nützlich. Weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramu heimsuchen. Sid. Wenn du Domini und Trägern helfen willst, was hast du davon? Was ich davon hab? Dasselbe wie alle. Was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die Gabe, ohne Kristalle Magie zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Verstehe. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein, ich möchte nur, dass wir die Wahl haben, so zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Also da hat er recht. Eigentlich? Warum leuchten wir so? Eigentlich müssten die wirklich respektiert und gefeiert werden, weil die ohne Kristalle Magie wirken können. Also mit Kristall kann ja jeder, aber die können es halt ohne. Und das müsste eigentlich... Eigentlich müssten die wie Götter behandelt werden oder zumindest wie große Meister oder sowas. Aber nicht als Sklaven. Was ist los? Clive, was genau hast du vor, wenn du diesen Feuerdominus findest? Was glaubst du? Ihm blöd, was er meinem Bruder angetan hat. Und schneid jedem die Zunge ab, der mir das ausreden will. Entspann dich. Du machst einem ja Angst. Na, nur ein bisschen. Schön hier. Und die Grillen da draußen jetzt, ich riech das. Aber es sieht so nach Regen aus. Ich glaube, die haben nicht lange Spaß an ihrem Sommerfest. Ein paar Mal Heiltränke können hier ruhig rumliegen. Heiltränke. Hier geht's schon wieder in den nächsten Kampf. Du weißt, was zu tun ist. Los! Ich mach mal hier, ne? Du weißt, was zu tun ist. Fast, Torgal! Wie soll ich die denn eingreifen? Ach so, okay.